Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Kingdom Come Deliverance. Frisch nach der Nachtschicht. Kurz mal 3 Stunden geschlafen und zack, da sind wir wieder. Peples und hab ihren Namen vergessen. Ja, was wollen wir heute machen? Ich habe überlegt, ich habe mal gerade auf die Karte geschaut. Wirklich den Questgegenständen. Moment, Karte. Wir werden einmal das neue Herbarium, das haben wir ja beim letzten Mal angefangen. Ich habe letztes Mal noch ganz kurz geguckt. Wie ihr sehen könnt, hier sind ein paar Einsen mehr dazugekommen. Ja, ich habe ein paar Pflanzen gesammelt. Nichts Spektakuläres, bin ja einmal drings herumgegangen. Achso, ihr seht meine Maus gerade gar nicht, ist aber nicht schlimm. Ich bin ja einmal durchs komplette Dorf gelaufen, an der Burg entlang. Und hab dabei die meisten Pflanzen eigentlich gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch ein altes Buch, Baldrian und eine Einbeere. Und ich denke mal, die finden wir ja auch noch irgendwo in der Nähe. Sollte ich sie heute nicht mehr finden, ist das nicht weiter schlimm. Dann suche ich sie einfach irgendwann mal in Zukunft. Und bevor ich das neue Herbarium dann herstelle, seid ihr wieder mit dabei. Weiterhin werden wir machen in Gottes Hand, wenn wir eh einmal hier sind. Und dann können wir ja mal gucken, dass wir ein bisschen mit dem Kustos reden. Und den Kranken hier drin in der Stadt helfen. Und zu guter Letzt, wenn es dann so Richtung Ende geht, würde ich das Diadem abholen, weil der Heini hat es ja immer noch nicht geschafft. Deswegen warten wir einfach. Gut, würde ich einfach sagen, beginnen wir einfach mal. Aufstehen bitte. Muss wohl ein Volkslied sein. Und zwar, bin ganz laut, glaube ich, aber ist ja nicht so schlimm. Laufen wir mal. Wie war das jetzt? Aha. M für Map, müssen wir einfach. So, alchemistisch. Unverlort, okay. Versuche Vorräte von Kustos zu erhalten. Also gerade runter. Und dann links. Ach, wisst ihr noch, ha? Dem hier das wundervolle Beet gemacht haben. Oder Elias, grüße dich. Da der Kustos? Aha. Doch gewusst. Hey, was treibst du da? Verschwinde auf der Stelle oder ich werf dich hinaus. Sei doch nicht so, du musst erstmal runter. Ja, hoch, meine ich. Welchen Teil davon begreifst du nicht? Danke, wirklich, danke. Gibt es ein Problem? Schreiber des Kustos. Oh. Ja, sonst bei euch? Alles in Ordnung. Ich hoffe, euch geht es gut. Bin ich hier verdammt nochmal? Jo. Leise machen. Ich hoffe, euch geht es gut. Arbeit ist alles schick. Hallo, ist da? Gelobt sei Jesus Christus. Ja, genau. Bin gleich wieder da, irgendwas stimmt bei meinem Sound nicht. So, da sind wir wieder. Geht wieder. So, wem gehört morgen findet Rater ein Turnier statt? Suche am heutigen, am morgen. Ein Turnier. Vielleicht sollten wir uns das überlegen. Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Dem Kustos? Du hältst dich viel von ihm, oder? Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Schön. Sehr, sehr schön. Aber was ist eigentlich ein Was tut Kustos? ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Ach, dann nicht. Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Ich Danke. danke dir. Ja, gut zu wissen. Keine Ursache. Langweilig. Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich, wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Stimmt allerdings. So viel ist nicht mehr übrig vom armen Prokop.
Vielleicht kann ich helfen, ich kann dir nicht helfen. Na, so ist. Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe, aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Wieso geht er denn nicht darunter? Gott behüte dich. Wir zeigen ihm einfach, wo der Weg ist und gut ist. Wasch. Wir den Scheiß wieder machen. So. Achso, nein, ich will jetzt hier nichts knacken. Wo ist denn jetzt hier der blöde Kustos? Bist du das? Natürlich bist du das. So wie du schon Beste aussiehst. Grüße. Ist schon der richtige Vorredner. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte. Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut. Spricht sie manchmal von mir? Ein bisschen. Manchmal, hier und da. Clever. Sehr gut. Ausgezeichnet. Johanka bedeutet mir viel. Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Skarlitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung. Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern? Ja, vielleicht Johanka zuliebe? Vielleicht Johanka zuliebe? Was willst du damit andeuten? Ihr könntet eines Tages selbst etwas zustoßen. Aber dann ließe ich sie doch nicht auf dem dreckigen Boden liegen. Ich würde persönlich dafür sorgen, dass man sich gut um sie kümmert. Wenn ich zahle, du bist unmöglich. Ja, wenn ich jetzt du bist unmöglich sage, gell, dann ist wieder scheiße. Also zahlen wir einfach, oder? Das ist zwar kacke, aber. Weil ich dich bezahle. Für Vorräte. Aber natürlich. Das wären dann. Mach mal halblang. Du bekommst deine Vorräte vom Kloster kostenlos. Und niemanden wird es kümmern, wenn du um mehr bittest. Decken werden von Ratten zerfressen, Essen wird schlecht. Zahle, zahle. Ich gebe ihm 130. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Die Frau wüsste, was wir machen. Für sie. Ja, solche Dinge geschehen. Und solange das Kloster meines Schutzes bedarf, wird es damit leben müssen. Alles Gute. So, gut, da haben wir das auch. Warte. Komm hier, was klauen. Zu machen. Ah, er kommt wieder. Ach nee, es ist der Schreiber. Darum. Gut, dass wir gerade nichts gestohlen haben, das wäre in die Hose gegangen. Aber mir geht's bestimmt essen. Hallo. Was? Feuer entfachen? Aus dem Topfessen. Das habe ich gesucht. Dankeschön. Was da? Was da? Warum ist denn jetzt hier schon wieder ein A? So, jetzt habe ich doch. Ah. Ah, neue DLC-Quest. Guck mal, da ist unsere Stadt. Unser Dorf. Na, da gehen wir doch gleich mal. Ich glaube, ich muss unsere Pläne verwerfen für heute. Kurz mal gucken, was jetzt hier los ist. Etwas. Achso. Ja gut, dafür müsste ich erstmal lesen lernen. Aber ich kann jetzt erstmal kurz zu Johanka. Kann ihr kurz sagen, dass es sich um Decken und alles gekümmert wird. Und dann gehen wir schön zur DLC-Quest, das sage ich euch. Das Dorf ist mein. Entschuldigung.
Johanka? Du bist ja hier. Du bist Johanka? Ach ja, stimmt. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Kann ich hier nichts geben? Dann fehlt. Na gut. Okay, dann lasst uns vielleicht nochmal ganz, ganz kurz schauen bezüglich dem alten Buch, dem Baldrian und der Einbeere. Sollten wir nämlich das fertig bekommen, brauchen wir nämlich nicht jetzt hier groß nochmal her. Ist ja gut. Bin da nur reingestolpert aus Versehen. Was ist denn mit dir? Bist du? Oder Pförtner. Der hat ja eine geile Locke. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Ja, geil. Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Sei doch nicht so. Lebe wohl. Arsch. Ging's hier nicht mal raus? Okay, also wenn ich jetzt zu dieser Tür gehe, ja? Okay. Okay. Auch zu? Okay, die Kloster sind also alle zu. Das ist nicht mal eine Tür? Gut. Okay, also wie gesagt, ich würde ganz kurz mal schauen, ob wir diese Einbeere finden. Ich das auch abschließen. Frage ist natürlich nur, wo wächst diese Einbeere. Unten bin ich nämlich eigentlich irgendwie schon mal lang gelaufen, weil. Wow! Was war denn das? Das war jetzt aber nicht in Ordnung. Das war ja mal ein geiler Bug. Ich heute. Willst du einmal da drüber hüpfen, ja? Öffnen. Ah. Hey, wer ist da? Da wer? Was ist los? Hey du, was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich rede. Warte. Und reinschleichen in der Nacht. Oh, das ist kein guter Weg. Oh. Oh. Hallo? Oh. Ach komm. Autsch. Scheiße. Ja, natürlich blutig, ja, logisch. Ach Mann. Verbannt. Danke. Ach Mann. Die Blutung jetzt mal noch kurz aufhören könnte. Das wäre richtig stark. Das war gerade fies. Hallo. Keine Verbände mehr zu verbinden. Danke. Wieder alles schlicht. Mann, 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 Mann. Legen wir uns am besten gleich nochmal schlafen. Und geht uns vielleicht besser.
Scheiß auf die Beere. Oder die Beere nicht. So ein Mist. Geh gleich zum DLC. Hübsches Schild. Hübscher Schild. Okay, das wäre aber auf jeden Fall die Tür gewesen, wo wir gut uns in den Keller verstecken können. Hallo? Brauch Hilfe. Bin verletzt. Aua. Ja, du bist natürlich schwer verwundet, das ist natürlich logisch. Ach, jetzt setzt er sich hin, hör auf damit. Komm, steh auf. Ich sehe schon, wir werden es hier schön verbluten. Hör auf. Hey, du. Alles Gute. Hast du Verbände? Danke. So, jetzt fix verbinden. Wo ist denn das eigentlich drin? So. Ist ja aber Schluss. Muss jetzt leider ganz kurz schlafen, weil ich brauche einfach Gesundheit. Gott, was wird nur aus meiner Familie? Ach, schlafen wir mal 11 Stunden. Bin gleich wieder da. So, wollen wir mal. Gott, was wird nur aus meiner Familie? Was ist denn los, hä? Dein Netz. Verdammt. Wieso wächst du mich? Du bist nicht aus Skarlitz. Nein, aber bitte, hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich leb, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab ne Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Ja, nee. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Lebe wohl. Ich könnte einen Happen vertragen. Herbibarium. Ja, Happen vertragen. Da draußen ist wenigstens zu essen. Oh, doch. Problem ist nur, es ist wieder übelst dunkel für euch, gell? Oh, Mann. So. Na gut. Hier. Quest. Das machen wir erstmal weg. Gottes Hand machen wir auch weg. Ich würde sagen. Ja, alles, ja. Wir scrollen hier. Achso. Scrollen hier raus und gehen mal hier hoch. Eigentlich in der Nacht. Achso, nee. Wenn ich jetzt. Wo ist denn jetzt hier eigentlich? Ledetschko, Neuhof, Thalenberg. Ja, das ist schon ein Stückchen, was wir jetzt erstmal noch reiten müssten, gell, um das überhaupt nach Thalenberg zu bringen. Da wir eh hier oben vorbeireiten, dann konnte ich auch erstmal hier vorgehen und alles. Auf sieht's hin. Achtung, Hühner. Achtung, Schwein. Richtig Musik hin. Hallo?
Na ja, gut. Ne? Wenn man keinen Walkman dabei hat, kann man auch keine Musik hören. So, der Anjo schläft bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Hallo? Gelobt sei Jesus Christus. Grüße dich. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Gott sei Dank hast du den Moldavid gefunden. Ohne ihn wäre es nicht halb so schön. Alles Gute. So, gute Nacht. Eule. Wie spät hat man es jetzt? Nee. Wie die Uhrzeit? Nee. Aber hier sehe ich die Uhrzeit. Wir haben es jetzt um 4. Wird doch gleich wieder hell. Oder? Mein Gott, was drücke ich denn hier zusammen? Wir warten mal so. Nochmal 2 Stunden warten, damit es wieder hell wird. Mag nicht so im Dunkeln. Bim, 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 bim. Mal Handy mal wieder aufstellen. Hier muss gucken, dass es dann 13 Uhr ist. Dann muss ich nämlich los. Aha. Gut. So. Na dann. Die Fackelle kann wieder weg. So, wie reiten wir jetzt am besten? Ich muss dauerhaft irgendwas aufmachen. Also, ich würde sagen, hier oben rum. Also hier dran vorbei. Nach den Weg folgen bis dahin. Ja. Ah, da. Gespannt, wie viele Gegner da drin sind. Da muss ich wahrscheinlich 10.000 Mal sterben, um das überhaupt freizukriegen. Komm mal. Richte die Morgenluft. Ein Kreuz. Hast du mich überfallen? Hast du Glück. Ja. Steckst du weg. Man sieht ja sonst gar nichts von der tollen Aussicht hier. Amopesch. Amopesch? Ach, das ist jetzt hier das Dorf los. Ah, na, da reiten wir mal rein. Da reiten wir mal rein und zack, tot. Das soll mein Dorf werden, oder was? Ach, da drin oder was? Hallo? Gott. Gott sei mit dir. Ebenso. Wie stehen die Dinge? Hm.
Der hiesige Schmied ist seit Tagen wegen des Rataya-Turniers niedergeschlagen. Er lässt sich nicht. Vielleicht hilft ja mein Schnaps gegen den Kummer. Gute Synchronstimme, wa? Und als wäre das nicht genug. Jeder hier versucht, seinem Nachbarn zu helfen. Aber es ist nicht leicht. Letztens kam ein Kerl aus Rovna vorbei und hat sich über die Zustände dort beklagt. Mhm. Gott behüte dich. Echt jetzt, ja? Was machen wir? Mal denn hier. Neue DLC-Quest. Ja, aber... Wie geht die Quest los? Kann mir keiner sagen. Halt auch alle nur Dorfbewohner heißt, man kann damit überhaupt nicht reden. Naja, gut. Machen wir erstmal weiter. Partei liegt natürlich ein bisschen tiefer, gell? Aber wir reiten trotzdem jetzt erstmal nach Thalenberg. Nach Thalenberg weiter. Ach, das hier hinten sind bestimmt die. Warte mal, ja, reite ich jetzt am besten raus und dann hier die Straße entlang. Das sind alle. Das sind viele. Nee. Wird nichts, tut mir leid. Das ist mit mir. Gegen die gewinne ich ja gar nicht. Selbstmord. Oh, neue Stadt. Mal hier schnell durchreiten. Ja. Wer im Endeffekt nur dahinter? Ach man, wenn ich doch nur besser wäre im Kämpfen, aber vier Leute, das ist schon frech. Mir ist natürlich leid, dass ihr den Kampf jetzt nicht sehen konntet, aber... Wäre wieder nur sinnlos gestorben. Außerdem haben wir eine Mission. Und die Mission ist: Wir müssen Geschenke nach Thalenberg bringen. Dazu reite ich auch richtig gut. Huch, Kurve. Aua. Aua. Och, der Hund ist ja nervig. Hast du genug? Ich treffe den Hund auch nicht. Aber... Okay. Alter Heinz. Gut, ich bin tot. Also wirklich. Gegen drei Leute und einen scheiß Hund. Ach Mann, ey. Fertig. Also Hundegebell mitten im Wald deutet immer auf dreckige. Och nee. Och Mann, jetzt muss ich da wieder anfangen. Scheiße. Du hältst die Klappe da drin mit deiner Familie, ja. Was du? Das Diadem abholen, dann muss ich nach
immer noch Tallenberg reiten. Weg das Schwein. Hallo. Gegen Hunde. Bist du auf die so schnell? Du kannst ja auf die so schnell schlagen, wie die zuhauen. Dieser dreckige Hund. Wirklich.